Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur letzten Folge, mein Final Fazit zu Harry Potter Death Eaters Rising von VOP oder USA Opoly, wie es so schön heißt. Was denke ich über Death Eaters Rising? So, und das kann man eigentlich relativ einfach zusammenfassen. Das Ganze ist ja ein Spiel, was für Marvel entwickelt wurde, und zwar für Infinity War, für den Film, wo man hier mit Marvel-Charakteren gegen Thanos kämpft. Das heißt Thanos Rising und versucht ihn umzuschlagen. Dort ist es dann so, dass man sich eben um die Diamanten mit ihm prügelt, um die Machtsteine. Hier ist es thematisch eben so umgesetzt, dass Gut gegen Böse, das passt natürlich super. Das Team Gut, und man sieht schon, wie viele schöne Charaktere man sammelt gegen das böse Todesser-Team von Lord Voldemort. Im Zentrum, da kann man nicht anders meckern, steht natürlich diese tolle Figur hier, dieser wirklich hervorragende Lord Voldemort, und die Qualität des Ganzen, auch die Würfel sind okay, da kann man mit leben. Es gibt teilweise bessere, aber so ein Achter bedruckt sieht man auch selten. Es ist also mehr als gut. Wer auf ein Teamspiel, wo es das altbekannte Alpha-Leader-Problem geben kann, steht. Das ist aber, finde ich, hier überhaupt nicht schlimm, weil es wirklich alle zusammen gegen Voldemort geht und das Ganze im Harry Potter-Universum haben möchte. Der kann hier ohne Angst zugreifen. Ein bisschen Englisch muss man natürlich verstehen, weil die Karten hier auf Englisch sind, aber die sind nicht so schlimm. Auch die Zugzusammenfassung finde ich gelungen, muss ich sagen. Und es ist das Einzige, worauf man achten muss, ist, dass wenn der Würfel hier gewürfelt wird und das Schlangensymbol zum Beispiel ab und zu mal auftaucht hier, dass man dann diese Karten immer anguckt, ob dann auch zum Beispiel hier die Schlange triggert. Allgemein, wenn Lord Voldemort in dieses Feld zeigt, muss man halt darauf achten, dass man die Sachen triggert. Kleiner Hinweis noch, wer das Ganze nicht mit Harry Potter möchte, sondern mit Star Wars, auch das gibt es hier von VOP oder USA Opoly, gibt es das Ganze auch im Star Wars Universum. Und noch ein kleiner Hinweis, das Ganze ist in Europa relativ schwierig zu besorgen, weil es Lizenzprobleme mit Warner und Disney gibt. Deswegen ist es schwer zu bekommen in Amerika, relativ einfach, weil dort USA Opoly die Lizenzen hat. Hier muss ein deutscher Co-Publisher gefunden werden, aber das kann ja mit Cosmos vielleicht auch passieren. Das war es dann auch. Das ist meine Sicht der Dinge gewesen auf Harry Potter Death Eaters Rising aus dem Hause USA Opoly, hier bei Cyrils Brettspiele. Wieder in der Durchgespielt-Serie. Ihr habt es, denke ich, hier fast als erstes gesehen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, euer Nils. Tschüss.